Moin, willkommen im Infokanal des ZFR der Fakultät 1 der Hochschule Bremen. In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren E-Mail-Account mit Outlook einrichten können. Da die Einrichtung für die verschiedenen Outlook-Versionen unterschiedlich ist, haben wir einen Weg gewählt, der für die meisten Versionen funktionieren sollte. Öffnen Sie bitte die Systemsteuerung. Innerhalb der Systemsteuerung können Sie rechts oben nach E-Mail suchen. Bei Ihnen kann unter Umständen auch E-Mail 64-Bit stehen. In dem E-Mail-Menü haben Sie die Möglichkeit, ein Profil hinzuzufügen. Der Name kann frei vergeben werden. Im nächsten Feld kommen wir zur Konfiguration. Der Name ist Ihr Name. Die E-Mail-Adresse ist die E-Mail-Adresse der Hochschule Bremen. Wählen Sie bitte manuelle Konfiguration und klicken Sie auf Weiter. An dieser Stelle wählen Sie bitte POP oder IMAP und bestätigen mit Weiter. Nutzen Sie den E-Mail-Account nur auf einem Gerät, können Sie POP wählen. Möchten Sie ihn auf mehreren Geräten einrichten oder das Webfrontend nutzen, wählen Sie bitte IMAP. Als Posteingangs- und Ausgangsserver geben Sie bitte ein mail.hs-bremen.de. Geben Sie nun bitte den Benutzernamen und das entsprechende Kennwort ein und gehen Sie auf Weitere Einstellungen. Ihre E-Mail-Adresse ist unter Allgemein bereits hinterlegt. Wählen Sie bitte den Reiter Postausgangsserver und setzen Sie den oberen Haken. Unter Erweitert müssen Sie nur noch die Sicherheitseinstellungen vornehmen. Wählen Sie hier bitte sowohl für den Posteingangsserver als auch für den Postausgangsserver TLS. Mit dem Schieber können Sie festlegen, wie weit zurückgehend die E-Mails angezeigt werden sollen. Der Standard steht auf 3 Monate. Wenn Sie nun auf Weiter klicken, werden alle Einstellungen getestet. War alles richtig, erhalten Sie 2 grüne Haken. Sie können das Fenster schließen. Mit Fertigstellen wird die Konfiguration gespeichert. Das war auch schon alles. Wenn Sie jetzt Ihr Outlook öffnen, haben Sie vollen Zugriff auf Ihren E-Mail-Account. Bitte beachten Sie, dass unter dem Protokoll IMAP alle E-Mails auf dem Server verbleiben. Sie sollten also ab und zu mal unter Outlook Ihre E-Mails archivieren, damit Ihr Postfach nicht vollläuft. Vielen Dank fürs Dabeisein. Anregungen und Wünsche können gerne in die Kommentare.